Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein Potluck-Video. Gestern am 9. Mai fand hier in Leipzig im Agrapark der 35. Rohkost-Potluck statt. Im April 2015 habe ich zum ersten Rohkost-Potluck im Agrapark aufgerufen. Wir gehen also praktisch schon in das vierte Jahr. Für alle, die jetzt noch kein Potluck-Video gesehen haben, wir treffen uns eben seit April 2015 draußen in der Natur an einem schönen Platz und jeder bringt etwas Rohköstliches zu essen mit. Entweder etwas Zubereitetes, also Gourmet-Rohkost oder einfach Obst, Gemüse, Sprossen, Nüsse und Trockenfrüchte. Und jeder ist herzlich willkommen, Fleischesser wie Vegetarier, wie Veganer, wie Rohköstler. Und wir genießen einfach den gemeinsamen Tag zusammen draußen in der Natur. Ihr seht in diesem Video wieder unser rohköstliches Tischlein. Deck dich, es gab wieder ein wundervolles, buntes, rohköstliches Buffet. Und da gibt es noch einige Einblicke, ein paar Ausschnitte von diesem Tag und zum Schluss natürlich wieder das Resümee mit Christian von Raw Spirit und mir. Und ihr erfahrt am Schluss dann auch den nächsten Termin für den Juni-Potluck. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Was gibt's denn heute? Frische Melone, dann Live Crackers, Live Bar, ja, die man richtig mal, ja, einfach, ja, Convenience Food hier präsentiert. Vielleicht hat er einfach keine Zeit mehr gehabt, ja, was zuzubereiten, ist aber auch immer cool, immer gern gesehen. Das wird wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell weggehen, wie ich so unsere Hut hier kenne. So, dann Bananen und ein Riesensalat, Rote Beete, Möhre, Apfelsalat mit Orangen und getrockneten Tomaten. Boah, geil. Und das ist ein Salat von Bojan. Was ich von Bojan bis jetzt gegessen habe, muss ich sagen, war nie schlecht. Es könnte nur ein bisschen zu scharf sein, aber müssen wir mal gucken. Minimal Cayenne. Ja, minimal Cayenne, alles klar. Dann richtig geil, viel Melone heute, Wassermelone, sehr, sehr geil. Und ich frage mich, ich wollte gestern eine Melone kaufen, die war ausverkauft, wer die gekauft hat, jetzt weiß ich's. Frisches Obst, immer gern gesehen. Hier gibt's noch, hat jemand Dings gemacht? Ja, Banane, Propolis. Was, Banane, Propolis? Was ist ein Propolis? Propolis. Was ist ein Propolis? Blütenpollen. Blütenpollen, okay. Kokosmohn und Banane, Schoko, Kokos. Ah, okay. Okay, Propolis ist übrigens nicht vegan, wurde mir gerade gesagt. Doch. Propolis ist vegan. Ja, ist, kann man so oder so sehen. Shame, das wird hier ausdiskutiert, während ich dann alles esse und das verkoste. So, hier gibt es Medjool-Datteln. Dann gibt es hier einen Kuchen. Da sind Haselnüsse und Datteln im Boden und Kakaopulver und ein bisschen Lupinen und Kokosmehl in der Cremefüllung, die ist aus Bananen. Oh. Klingt gut. Übrigens, nur mal kurz zur Information für die, die das erste Mal da sind. Bei dem Kuchen, das sind jetzt hier 10 Stück. Wir sind offensichtlich mehr als 10. Also, wenn ihr euch ein Stück nehmt und einfach mit ein oder mit zwei Leuten teilt, dass so jeder mal von allen kosten kann. Bei den Salaten ist das nicht so das Problem, aber hier bei solchen kleineren Sachen dann einfach, ja, guten Gewissens auch nehmen, aber dann auch guten Gewissens teilen. So, dann hier, was haben wir hier? Das Rohkostbrot, das gekannter Buchweizen, Möhren, Sonnenblumenkerne gemahlen und Hanfsamen gemahlen, Flohsamenschalen und ein bisschen Brotgewürz und Salz. Ah, okay. Der Salat? Ringer Kohlrabi, Möhren, Äpfel, dann verschiedene Kräuter aus dem Garten, Sabine. Wildkräuter, Hirsch, Vogelmiere, Brennnessel, Hauptnessel, Spitz- und Breitwegerich und Und dann noch ein paar Walnüsse, so, und ein paar Datteln und ein bisschen brauner Leinsamen. Okay, das klingt sehr interessant. Was sind das hier, Papayakerne oder was ist das? Papaya und Papayakerne, ja. Okay. Ich hab's noch ein bisschen zur Ordnung gemacht sozusagen. Okay, das drüben ist Papaya. Oder was sind da Tupperware? Oh. Ich glaube, ich hier diesen Hebel da. Oder ne? Nein, frisches Obst. Und einen Obstsalat. Hier gibt es Sushi. Oh, Rohkost-Sushi. Buchweizen. Das hatte ich auch noch nicht. Ja, Buchweizensprossen, ja. Avocado, Tomate, Gurke und die Nori-Blätter. Ah, interessant. Ich kenne es bis jetzt nur mit Blumenkohl. Also jeden Fall mal probieren, trotz Avocado. Mit Alfalfa-Sprossen kann man es auch machen. Okay. Hast du schon gemacht? Ja. Ah, interessant. Frisches Zeug, alles sichtbar. Naja, muss man nichts zu sagen. Hier Löwenzahn als Deko. Sabine, dein Salat? Das ist Kopfsalat mit Brennnesseln und Taubnesseln und ein bisschen Löwenzahn und Zitrone. Okay.
Ein Dip, wer hat den Dip gemacht? Ja, das ist Hirschpesto mit Mandeln, ein bisschen Grapefruit dran und Mandelöl. Okay, und das? Das sind Zucchini-Spaghetti mit Alfa-Alfa-Spaghetti. Und ist das da gedacht jetzt zusammen hier, oder? Genau. Okay, und du wolltest es aber nicht zusammen machen, weil? Ich wollte, dass jeder entscheiden kann, ob er es zusammen essen will oder nicht. Okay, na dann. Ein Salat? Normal? Okay, gibt es scheinbar nichts. Also. Petersilie, Rucola, ein bisschen Gewürz und Radieschen. Ah, okay. Das ist Joachims Salat. Joachims Krautsalat, das Kumin. Also Joachim, willst du noch so was sagen? Ich kann was sagen. Weißt du angeblich dein Rezept, dann weißt du doch was. Nein, das ist nicht mein Rezept. Du hast es mittlerweile so perfektioniert, dass... Krautsalat, Apfel, Zwiebel, Topinambur diesmal, Sonnenblumenkerne, dann gewürzt mit Salz, Essig und Kumin, also Kreuzkumin. Also ohne Öl. Hier ist noch ein Krautsalat mit Goji-Beeren, oder? Nein, das sind Berberitzen. Das ist Krautsalat mit Zitronensaft, Zitronenschale, etwas Himalaya-Salz und ein bisschen angestoßener Kümmel und nur die Berberitzen drüber. Auch angestoßener Kümmel? Ja, Mörser. Angestoßen, das habe ich gehört. Das ist ein Kümmel angestoßen. Na gut. Also das ist ein ägyptischer Salat. Ägyptischer Salat? Also Rezept original aus Ägypten. Ein bisschen dann eben, also da kommen Radieschen, Oliven und filetierte Orangen rein. Okay. Radieschen grün, und weil dieses Mal Oliven nicht so würzig genug, mir nicht würzig genug waren, dann habe ich ein bisschen Chilisalz dazu getan. Okay. Naja. Schade, bis dahin klang es echt lecker. Aber der Chili hat es dann... Ah, ich werde trotzdem mal probieren. Na, ich bin nicht für jeden. So, das ist die Kamera, die gibt es jetzt... man könnte durch die Kamera durch, dann könnt ihr nur filmen, das, was du filmst. Okay, was haben wir hier, ein Eiersalat? Nein, das ist Mungbohnen-Sprossensalat mit Möhren und einer Kokos-Hanfsoße. Oh. Knoblauch und Curry dabei. Die legendären eingelegten Pilze. Marinierten Pilze mit Zwiebeln, Knoblauch, Hefeflocken, Tomaten, Olivenöl, Zitronensaft und getrocknete Kräuter. Okay. Dann habe ich Sushi mal gemacht, also mit diesem besagten Blumenkohlreis. Das okay. Sonnenblumenkernsprossen, Zitrone, Knoblauch, Salzsole und dann sind es verschiedene Füllungen, Paprika, dann Gurke, Senfsprossen und Möhren, Dill. Okay. Genau, das sind einfach hier Beluga-Linsensprossen und Kraulsprossen. Wer hat den Salat hier gemacht? Krautsalat oder? Nee, Süß-Obstsalat. Da sind Orangen drin, rote Beeren, Birnen, Äpfel, Kokosflocken, Zimt. Also was Süßes eher dann. Okay. Dann ist hier ein Salat mit Grapefruit. Mit Grapefruit, Süßkartoffeln, Brokkoli, Hanfsamen, Zitrone und Brennnesselsamen. Okay. Und irgendwie Gesalz, Sojasauce, Salz, sowas dran? Gar nichts. Naja. dann. Was ist das für ein Salat? Der grüne? Ja. Das ist ein Kräutersprossensalat mit in Öl eingelegten Gerlauchknospen in Senfdressing. Oh, das klingt witzig. So, dann haben wir den Obstsalat, Obst, brauchen wir nichts extra sagen. Das ist frischer Gürsch und das sind eingelegte Pilze. Ja, nochmal? Pilze mit ein bisschen Zucchini und was war es noch, Radieschen und ein bisschen zu viel Tamari. Das kann, glaube ich, nicht. Da kannst du ja was in den Salat dann vielleicht dann rein. Ja, deswegen habe ich den Girsch auch dazugelegt, den kann man dann ein bisschen mit rein. Okay, gut. Dann hier, das ist wahrscheinlich das Süßeste, was jemals auf einem Rohkost-Potluck präsentiert wurde. Es sind sehr viele Dattelweizen und sehr viele Nüsse drin und sehr viel Süße aus Datteln. Also das ist wirklich richtig süß. Wenn ich das sage, dann ist es wirklich süß. Blumenkohl-Salat, wer hat den gemacht? Couscous, also der Versuch eines Couscous mit natürlich Petersilie, ein bisschen Minze, rote Zwiebeln, Tomaten und ein bisschen Zitronensaft. Und ich glaube, noch viel mehr Salz ist auch dran. Okay, nur Tipp. Blumenkohl-Muskat, gerade der Rohkost, richtig geil. Prise Muskat in Blumenkohl schmeckt mega geil. Auf jeden Fall. Ist jetzt leider nicht drin. Nee, ist er nicht. Ah. Okay, rote Beete-Salat. Granatapfel, rote Beete mit Zitrone, Pfeffer, Nelke und Thymian. Okay. Und dann hier frische Säfte. Was ist in den Säften drin? Das ist Trunk aus Gundelrebe, zweimal. Gundelrebe? Und einmal Waldmeister. Mm.
Okay. Was heißt Trunk bei dir? Also Wasser, wässriger Aufguss mit Zitronensaft und Honig. Ah, okay. Ja. Gut. Zwei Tage gezogen und das ist nochmal Avocado, Avocado-Creme mit 13 Kräutern. Oh, das sind hier die Zutaten. Das könnte man super neben die Brot da hinten hinstellen, da steht nämlich kein Dip. Weißt du? Okay. Vielleicht kann man das mal da zum Brot stellen. Ja. Kann das mal jemand machen? Kann man machen. Ja, gut. Cool. Mit dem Zettel. Und ja, und dann frisches Obst und sogar mehr. Hat Tendenz zur Reife. Das verstehen die Leute nicht. Da fließt einfach, setzt mich hin, ich muss auch gar nicht. Und dann ist einfach so, das ist ein natürlicher Prozess. Mich drückt da nicht, sondern wenn was kommt, genau, ich bin los, was dann kommt. Und das ist total schön. Und die Leute also privat und diese ganzen, das finde ich richtig toll, dass sie das auch so sehen. Ja. Boah, ich fühle mich total gut. Hätte ich mal jemand, der mit mir zelebriert. Ja, ernsthaft. Aber wir haben es ja nun mal so gelernt, alles. Und das kann man eigentlich auch keinem übernehmen, dass er das dann nicht hat. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video hier auf diesem Kanal. Neben mir habe ich den Joachim stehen vom YouTube-Kanal Kohl und Kamera. Den Kanal verlinke ich euch oben rechts. Und den Joachim, wann haben wir uns kennengelernt? Im September 2015 hier beim Potluck. Wir befinden uns nämlich gerade beim Rohkost-Potluck in Leipzig. Ich glaube, das ist schon der 36.
Ja, wir kennen uns recht lange schon. Ich wollte mit dem Joachim immer mal ein Video zum Thema Gesundheit und Ernährung machen. Schwermetall speziell, war so ein Thema, wo ich immer gesagt habe, Joachim, da mache ich gerne mal mit dir ein Video dazu. Hat sich bis jetzt noch nicht ergeben, es wird aber in den nächsten Wochen, Monaten auf alle Fälle folgen. Heute möchte ich ein ganz kurzes Thema nur abhandeln. Da hat mir Joachim mal eine geniale Antwort gegeben. Wir tauschen uns viel über Ernährung, Gesundheit aus, aber auch über viele andere Themen. Das schätze ich auch immer sehr. Und heute geht es wieder mal um das Thema Einlauf. Aber nur eine ganz kurze Erklärung. Ich habe mit dem Henry schon zwei ausführlichere Videos zum Thema Einlauf gemacht. Und heute möchte ich nochmal vom Joachim erklärt haben, nochmal für mich und für euch, warum ein Einlauf bei Kopfschmerzen schnell helfen kann. Sogar meistens, weil... So heißt das. Eine harte Symbols. Harte Symbols. Also die sind nochmal aus welchem Material? Aus Kokosnussschalen. Von der Kokospalme. Und die kommen aus Vietnam? Genau, die kommen aus Vietnam, von einer Freundin von mir. Und es ist handgemacht? Das ist alles handgemacht, genau. Und hier ist auch ein kleines Zettelchen, wo es herkommt wahrscheinlich? Genau, also hier nochmal so ein vielen Dank für die Unterstützung. Ansonsten noch so ein kleines Stickerchen. Und hier hat man dann noch so eine Karte, was es jetzt überhaupt ist, wie das auch so ausschaut von der, von der Prozedur. Und hinten noch ein schönes Rezept für eines Bowl. Und ist das was Traditionelles aus Vietnam? Oder? Nee, also traditionell ist es eigentlich gar nicht. In Vietnam wird das dann eher als Abfallprodukt gesehen. Mhm. Und das fand ich halt eben so schade, weil man kann aus Kokosnussschalen gut was daraus essen. Auch so als und alles so individuell. Keine Schale ist wahrscheinlich gleich. Genau, keine Schale ist gleich. Und ich finde es halt total toll, das auch jetzt einfach mal in andere Regionen zu bringen und dann natürlich auch diese Handwerkskunst dann auch mit anderen Ländern so zu teilen und da auch einfach diese Wertschätzung zu haben. Die scheint ein bisschen flacher zu sein und breiter, ne? Von auch jetzt. Genau, die ist halt ein bisschen flacher, auch von der Größe her ist eigentlich eine relativ große Bowl. Und auch so die Maserung ist anders. Genau, die Maserung ist dann auch anders. Ist auch schön. Ja, richtig schön. Ah, die hat hier so ein Muster dann, zwischenstellenweise. Ah, die ist schön. Ja. Schön groß. Genial. Kann man auch so, ne? Genau, so Smoothie Bowls, Salate reinmachen. Also, Salate, ich sag immer, für die Rohkostküche perfekt. Oder für die Potlucks auch, ne? Oder für die Potlucks, genau. So eine Schüssel mitnehmen, da kannst du ein bisschen was reinpacken. Auch nicht zu viel, das ist nicht zu groß, ne? Ja. Schön. Jetzt ist ja noch eine, die eine hier ist. Genau, die ist halt etwas kleiner. Die ist ein bisschen kleiner. Oh, die hat auch eine interessante Maserung. Mhm, ja. Ja, die ist auch so ähnlich wie die hier, ne? Mhm, genau. Ja. Ja. Ich glaube, wenn meine Jungs das sehen, da haben wir uns drum streiten. Aber schön, da danke ich dir. Super. Ja, genau. Und die sind auch so, dass die jetzt nicht irgendwie die Feuchtigkeit, also dass man da nur kurz irgendwie Feuchtigkeit... Nee, also Feuchtigkeit ist absolut kein Problem. Das Einzige, was ist, muss halt gucken wegen der Temperatursparung. Mhm. Nicht zu heiß, ne? Ja, auch nicht von zu kalt in zu warm oder so. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich wieder die Kathi neben mir stehen. Und Kathi hat auch einen YouTube-Kanal, Kathi Madia, natürlich gesund. Und mit der Kathi habe ich schon letztes Jahr einige Videos veröffentlicht. Wir hatten das Thema so Weiblichkeit, aber es war ja auf deinem Kanal. Da ging es so um Frau sein. Genau, und dann hatten wir über die Handystrahlung, ne, wie man Handystrahlung minimieren kann. Und mit Tobias hatten wir dann auch noch ein Video. Über Gemeinschaft und also ging so um den Potluck und genau, wie es so und die Gemeinschaft ist. Genau, und Kathis Kanal verlinke ich oben rechts. Und Kathi, wir haben uns ja vor drei Jahren beim Potluck kennengelernt. 2015, wir kennen uns schon. Ja, 2015. Also wir kennen uns jetzt schon fast 3 Jahre und Kathi hat ja damals, als ich dich kennengelernt habe, hast du hier in Leipzig gelebt. Ne? Und seit einem Jahr geht Kathi einen ganz neuen Lebensweg, wo man auch sehr viel, was auch sehr viel Mut erfordert und was so, würde ich mal sagen, ist weit weg von dem, was die meisten Menschen praktizieren. Du bist wohnungslos seit einem Jahr und lebst minimalistisch und du hast also keinen festen Wohnungssitz, du hast auch keine... In dem Sinn Alltagsroutine, wie das die meisten Menschen kennen, die einen 40-Stunden-Job oder was auch immer haben. Und darüber will ich heute mal mit Kathi sprechen, wie sich ihr Leben verändert hat, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, dass sie sich für diesen Weg entschieden hat und was so in dem letzten Jahr passiert ist. So, hier wird gerade Werwolf gespielt.
Okay, dann gehen die 13 rein. Wer möchte, dass Marius hier, Marius steht. 1, 2, 3, 4. Jawohl. 2, okay. Und wer möchte, dass Anna stirbt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anna stirbt. Und damit ist, wenn ich es recht in Erinnerung habe, damit ist ein Vampir unter uns gegangen. Was ist das für ein geiles Dorf? Jede Runde was. Ja, krass ist das. Das ist krass. Alle, die noch dabei sind, schlafen. Augen zu. Der Leibwächter macht die Augen. Der Leibwächter kann wieder eine Person schützen in dieser Runde. Zeigt doch eine Person, die er schützen möchte. Mal gucken, was bei mir gerade immer so alles so schrubbelig wird. Okay, bleib es mit auf. Und die Hure macht die Augen auf. Die Hure macht die Augen auf. Wo möchte die Hure diese Nacht schlafen? Die Werwölfe machen ihre Augen auf. Und alle Werwölfe machen ihre Augen auf. Ein Wolf auf eine Person. Okay. Augen zu. Nicht, dass du ein Werwolf bist. Und bei ihr weiß ich. Ein Vampir! Fuck! Fuck! Was ist das? Das ist ja episch! Ich hab nur... Krass! Krasse Scheiße! Was denn passiert? Krasse Scheiße! Ein Hexer oder was? Krasse Scheiße! Kann ja durch einen Vampir gestorben sein? In der ersten Runde vorher? Jetzt ist gerade in der Nacht ist mir jetzt ein Vampir zu Werwolf gestorben. In der Nacht. Gute Dorfbewohner. Das war schon nie erlebt. Ja, Rokospotluck. Ja. Es ist wieder Sommer, es ist wieder ja, gut gefüllt, leider viel zu heiß. Oh, heute war es mal stellenweise am Nachmittag schon sehr heiß, da haben sich viele dann in Schatten verzogen. Nur die Hardcore-Rokostler haben es in der Sonne ausgehalten. Ja, ich da muss ich zugeben. Ja, das war der Kreis von 6 Leuten, die in der Sonne gebrutzelt haben. Und unsere Gespräche, die waren so anregend, da haben wir dann auch gedacht, die Sonne, was ja, das wir schon anhaben. Ne? Wir haben dann einfach weitergeredet und den Platz nicht gewechselt. Ja. Wir waren heute wieder 60 Leute. Ja, ungefähr 60 Leute. Viele Kinder auch wieder. Genau, heute war der Anteil so an reiner Rohkost recht hoch, fand ich. Also war viel Obst und Gemüse war da, was auch sehr schön ist. Uns ist alles alle geworden. Also, ja, die, das ist Wahnsinn, was die Rohköstler wegfressen. Unverschämt. Nur unverschämt. Deswegen, wenn ihr zum Rohkostpotluck kommt, bringt große Massen mit. Macht einen Riesensalat und macht alles groß und mächtig. Das, was hier weggefressen wird, das muss man schon aber so sagen. Ich hatte gerade noch gehört am Buffet von, dass Potlucks, die um 1 erst beginnen, dann frühstücken die Leute früh und dann ist es nicht so schnell so alle oder nicht so ratzekal alle. Ah. Das kommt wahrscheinlich, weil wir schon um 11 anfangen, dann frühstücken viele nicht und dann... Das stimmt. Wird's dann ganz schnell leer bei uns. Aber der Tag ist halt einfach so schade. Und, ja, und zur Not hat man ja auch noch, haben wir ja noch die Wildkräuter. Ja? Wenn der Hunger dann so groß ist, kann man auch Wildkräuter. Brennnessel ist ja auch sehr sättig. Das stimmt. Wir haben heute richtig große Bandbreite beim Rohkostpotluck gehabt. Wir haben Yoga gemacht, wir haben gesungen, wir haben Werwolf gespielt. Spielen jetzt immer noch dabei. Wir haben uns natürlich angeregt unterhalten und wir haben natürlich gegessen. Und wir haben Projekte initiiert. Leute haben sich zusammengetan. Es wurden verschiedene Sachen geteilt. Bei YouTube. Ich habe zum Beispiel diese Menstruationsschwämme, da diese mit den Frauen geredet. Total tolle Idee. Du hast da auch Interviews gemacht mit Cardi, glaube ich. Oder, also jeder hat auch so ein bisschen ne, einfach schöne Gedanken, gute Gedanken rausgetragen auf seinem Kanal von anderen. Und ja, es ist einfach ein Tag, der so schnell vorbeigeht. Ich bin irgendwie noch gerade angekommen und es gibt noch so viel zu tun. Jetzt gehen wir alle noch zum Tanzen oder fast alle gehen jetzt noch zum Tanzen. Manche reden noch ein bisschen. Jeder kann den Abend so ausklingen lassen, wie er möchte. Und ja, weißt du schon, wann wir das nächste Mal machen? Am 9. Juni.
Okay, ist gebongt. Am Samstag, war das der 9. Juni? Ja, kann sein. Also ja. Ich bin am 9. auf jeden Fall da. 9. Juni. Also wenn es ein Samstag ist, ist es der 9. Juni. Samstag, der 9. Juni. Wieder ab 11 Uhr im Akrapark. Meistens so ab 11 Uhr treffen wir uns hier. Und ab um 11.30 Uhr ist ungefähr das Essen dann. Okay. Ja. Und was hat dir am besten geschmeckt heute? Hast du was gegessen heute? Ach so, ich habe heute gar nichts gegessen, weil ich esse immer nur eine Mahlzeit am Tag. Und ich habe heute das süßeste, was ever auf dem Rohkost passiert. Mit diesem Buchweizen? Habe ich nicht probiert. Also aber ich esse auch gerade nicht süß. Okay. Ich bin Ming. Ming. Es geht gleich weiter. Ich mache das jetzt. Ja, Dings, die letzte Werbung. Ich esse ja gerade auch eher obstfrei, süß. Also, auch herzhaft ist da, Salate und so. Ja, aber das hat mich irgendwie nicht so angesprochen heute. Ich habe meine grünen Säfte getrunken und ich esse jetzt, wenn ich. Dein Salat hat wieder genial geschmeckt. Glaub, also im Herzhaften war dein Salat der beste, dieser mit diesem weißen Zeug drin. Mungbohnen. Ja. Chirocco und Akaroti. Das mir, ist so mega geil. Hast du ein Rezept dazu? Ja, auf meinem Blog. Ja, unbedingt. Also das ist wirklich mega geil. Das Ding war auch ratzfatz weg. 2 Minuten oder was, zack, war der Salat. Ich habe mir davon auch heute früh ein bisschen was von den marinierten Pilzen und ich habe das noch zu Hause. Ja. Das werde ich jetzt genießen. Das kannst du aber. Mit Wildkräutern und mit so ein das passt auch so mit den marinierten Pilzen, passt super dazu. Ja. Freue ich mich auch schon, wenn ich nach Hause komme, schön mit Wildkräutern, dann werde ich. Und Silke ist noch unverheiratet. Das heißt, Männer, wenn Interesse besteht, sie wäre noch das wirklich Essen, also gibt es nichts Besseres als bei dir. Mann sein, Kind sein. Kind sein, ich bekomme ja auch oft Anfragen, ob ich adoptiere oder so. Ah, okay. Interessant. Weil die auch so leben möchten, wie meine Jungs versorgt werden und so. Hm. Aber ich bereite ja gar nicht mehr. Also ich bin auch froh, wenn ich mal nicht zubereiten muss. Ich bin auch mal froh, wenn ich überhaupt nicht zubereiten muss. Ich esse am liebsten ganz schlichte reine Rohkost. Aber das schmeckt ja trotzdem so geil. Ja. Aber reine Rohkost, ich habe heute die Ming, die hatte heute Jackfrucht. Nee, auch noch Yams mit. Ja, okay, ist lecker, ja. War sehr lecker. Hm. Könnte ich so essen, einfach mono. Ja. Sehr definitiv. Saftig. Herrlicher Geschmack, sehr mild, aber trotzdem. Ich glaube, mein Arm fällt ab. Ja, gut. Wir müssen jetzt mal zum Schluss kommen. Also, der nächste Potluck am 9. Juni wieder ab 11 Uhr hier im Akrapark. Genau. Und wir freuen uns. Jeder interessiert ist herzlich willkommen. Genau. Auch Fleischesser oder sowas. Ja. Alle, die sich dafür interessieren, jeder. Einfach hier, es wird halt jetzt hier nur Rohkost gegessen an dem Tag, aber wir unterhalten uns. Und über verschiedenste Themen. Über verschiedenste. Rohkost ist gar nicht mehr so das. Genau, Ernährung ist nicht. Politik ist ein Thema, Lebensführung, Minimalismus, Spiritualität. Auswandern, Gemeinschaft. Genau, so viele Themen oder alltägliche Dinge. Wir werden auch Leute aufgefangen, die gerade ein Problem haben oder so. Oder über also, Familie, ne? Wenn so Kinder, ne? Wie man mit Kindern gut alternativ leben kann, sowas. Ja. Das ist echt immer schön. Ja, der Abend, da macht es nicht mehr lange. Gut, okay, dann sehen wir uns dann am 9. Juni. Und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao. Ciao.